Momo oder Wano Kuni wird eine sehr, sehr wichtige Rolle sein. Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu meiner Review von One Piece Kapitel 819 und ich muss sagen, der Hype ist verdammt nochmal zurück oder ist beständig, denn ich muss sagen, wirklich, dieses Kapitel war sehr gut, meiner Meinung nach. Es war nicht viel Action da, natürlich, es war auch nicht so viel Information auf einmal, würde ich jetzt einfach mal sagen, aber wie es gemacht worden ist, wie Oda es umgesetzt hat, fand ich extrem geil, gerade das mit Momonosuke fand ich so gut, so eine große Charakterentwicklung, einfach nur fantastisch gelöst und richtig gut in Szene gesetzt. Ich muss echt mal das Ganze ein bisschen verarbeiten. Natürlich war es nicht etwas, was so richtig krass war. Man denkt halt noch in Wochen darüber, aber ich finde, für den Moment wurde das Ganze mit Momonosuke einfach perfekt gelöst. Und ja, wie gesagt, ich fand es halt richtig gut, aber wie gesagt, fangen wir ganz von vorne an, denn Lord Odin war doch in der Crew von Roger. Das war ja letzte Woche nicht so ganz klar für mich jedenfalls. Also viele haben jetzt gesagt, ja, er war in der Crew, aber ich habe mir gedacht, okay, es war noch nicht ganz sicher, ob er wirklich in der Crew ist, weil er hätte ja nur die Pornoglyphe übersetzen können oder er hat Roger vielleicht nur so einen Monat vorher kennengelernt oder irgendwie sowas, aber er war doch in der Crew. So viel dazu, das war zwar eine interessante Information, aber ja, ist erstmal nichts Krasses für den aktuellen Verlauf, denn die Wano Kuni Samurai machen sich wirklich mit den Königen von Mink oder mit dem ganzen Mink-Königreich bereit, den Kampf gegen Kaido für Wano Kuni anzutreten. Auch noch hier wirklich gut gemacht, dass jetzt wirklich die Samurai, also Kinemon, die Initiative ergreifen und wirklich sagen, ja, wir müssen jetzt kämpfen, wir haben keine andere Wahl, wir werden jetzt unser Heimatland sozusagen zurückgewinnen. Und was krass ist, dass Kinemon zu Ruffy sagt, dass Lord Odin die Bürde der Wahrheit, also die Wahrheit über die Welt, nicht teilen wollte, da er diese Bürde niemanden auferlegen wollte. Und da fragt man sich wirklich, was zum Teufel ist damals passiert? Was kann denn so krass sein, so wirklich heftig sein, dass man das nicht weiter sagen möchte, weil es ja wahrscheinlich den Menschen an sich kaputt macht. Ich glaube, Lord Odin hatte auch wirklich zu kämpfen mit dieser Information. Das war alles sehr, sehr komisch. Also es wurde gut in Szene gesetzt, wie gesagt, aber man hat sich wieder gedacht, was ist wirklich damals passiert? Und dieses große, große Rätsel wird so lange erstmal nicht mehr aufgelöst werden. Das ist so schade, aber es interessiert mich wirklich sehr, sehr brennend, denn wie gesagt, es ist so lange schon im Umlauf und jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Fokus drauf und jetzt denken wir uns wieder, was ist hier nur los? So, denn der letzte Wille von Lord Odin war es auch, Wano Kuni wiederzubekommen, beziehungsweise Wano Kuni wieder neu aufzubauen, und sie wollen jetzt siegen und diesen Neuaufbau wirklich anfangen, oder sie streben diesen Neuaufbau wirklich an. Kinemon hat auch schon ein paar Leute, ja, wirklich für als Verbündete gesammelt oder die Samurai überredet, für sie zu kämpfen. Das heißt, dass sie wahrscheinlich nicht die komplette Streitmacht von Wano Kuni bekommen, da viele Leute wahrscheinlich Angst haben zu kämpfen. Und dazu muss man noch sagen, Leute, das Königreich von Wano Kuni ist extrem stark. Die Samurai, die da sind, sind sehr stark, das kann man schon sagen. Natürlich sind jetzt nicht alle solche Elite-Kämpfer, aber sehr, sehr viele sind auf jeden Fall sehr stark. Und das Ding ist, Kaido ist momentan bei Kid. Vielleicht ist er schon wieder woanders, weil es sind, glaube ich, 2 Wochen vergangen. Ja, müsste eigentlich so stimmen. Aber auf jeden Fall denke ich, dass er momentan vielleicht nicht auf Wano Kuni ist. Das heißt, dass Jack eigentlich auf Wano Kuni sein sollte. Aber er ist ja wirklich bei Sunisha, also bei Zo. Das erfahren wir ja am Ende vom Kapitel, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Auf jeden Fall sind die beiden momentan wahrscheinlich nicht auf Wano Kuni. Aber Kaido ist es so eine 50-50 Chance, je nachdem. Das heißt, dass Kaidos Männer, abgesehen von Jack und Kaido selbst, richtig stark sein müssen. Denn sie können ein ganzes Königreich unterdrücken und die stärksten Leute sind noch nicht mal da. Auf jeden Fall wäre das doch jetzt nach den aktuellen Ereignissen, nach dem aktuellen Wissen, das wir haben, der perfekte Moment, um die Flotte von Ruffy reinzubringen. Denn ich finde, es wäre so episch, wenn ein Ruffy da auftauchen würde mit seiner ganzen Flotte und da stehen würde und einfach sagen würde, lass den Kampf beginnen oder so. Also so einen kleinen Kriegsakt sehen wir, glaube ich, bald. Denn alles spielt so ein bisschen drauf hinaus. Wisst ihr halt, das eine Königreich wurde gefangen genommen oder erobert und die alten Bewohner wollen es jetzt zurückhaben. Natürlich hatten wir den Alabaster-Ark mit einem Bürgerkriegs-Ark und wir haben den Dressrosa-Ark, der auch ziemlich ähnlich war. Aber ich glaube, der Wano Kuni-Ark wird vielleicht so eine Mischung aus Alabaster und Marineford. Also so ein Krieg-Ark, aber kein Bürgerkrieg und wirklich, ja, so dieses komplette Kriegsfeeling, wo auch vielleicht ein paar Leute sterben können, etc., etc. Deswegen, der Kaiserfight, wie er wahrscheinlich stattfinden wird, sieht ziemlich interessant aus, meiner Meinung nach. Und was auch noch interessant ist, dass Inuarashi auch mal darauf anspielt, dass er wirklich angreifen möchte, denn er sagt, dass Jack damals schmutzige Mittel benutzt hat, also die Waffen von Caesar, und das ist halt so das Problem, dass sie denken, dass Jack oder Kaido wieder solche Sachen einsetzen werden. Und daraus können wir schließen, dass Inuarashi und Nekomamushi wahrscheinlich ziemlich stark sind, denn sie wissen nicht ganz genau, ob sie Jack hätten besiegen können, aber sie sagen dann, ja, diese schmutzigen Mittel, also dieses Gas, hat ihnen dann sozusagen den Rest gegeben. Und Inuarashi sagt auch, dass er ihnen jetzt die echte Power der Minks und sozusagen damit die geheime Kraft zeigen möchte, was ich sehr, sehr interessant finde, denn wir haben ja schon gesehen, dass ein paar Minks Elektrofähigkeit haben. Könnte sein, dass vielleicht alle Minks verschiedene Elemente besitzen können oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall hört sich das schon mal ziemlich vielversprechend an, deswegen kann man sagen, wird es da ziemlich interessant werden. Und Kinemon
bittet dann wirklich Law wie auch Ruffy um Hilfe, um ihnen in diesen Kampf zu unterstützen, um wirklich, ja, diesen Kampf abzusichern, dass sie den wirklich auch gewinnen können, weil mit Ruffy und Law hätten sie auf jeden Fall viel, viel stärker dazu gewonnen. Und jetzt war der Moment, wo ich mir date, yo, jetzt beginnt der scheiß Wano Kuni-Akt, jetzt geht's wirklich richtig los. Und genau für solche Momente, wirklich genau für solche Momente, liebe ich einfach Oda und Ruffy. Er sagt einfach eiskalt nein. Und das fand ich so gut in Szene gesetzt. Also ich muss sagen, es hat mir sehr, sehr gefallen, an dieser Stelle einfach Ruffy zu sehen, wie er einfach sagt, nein, ich helfe dir nicht. Und der Grund dafür ist natürlich nicht, dass Ruffy ihm nicht helfen möchte, denn das war auch wieder so geil für Ruffys Charakter. Er sagt nämlich, oder er sagt indirekt, dass er das aus Momonosukes Mund hören möchte. Denn Momo ist zwar 8 Jahre alt, aber Ruffy respektiert ihn in dem Sinne, dass er der Herrscher ist von Wano Kuni oder der Erbe des Wano Kuni-Reiches. Und er spricht mit ihm wie mit einem Erwachsenen. Er zwingt ihn quasi dazu, ja, dazu zu stehen und wirklich damit klarzukommen und zu erzählen, wie er sich wirklich fühlt. Und dazu kommt es auch. Momo sieht einfach, was ihm alles passiert ist, wie scheiße das eigentlich ist und dass Kaido wirklich auch seine Mutter, ja, getötet hat. Also hat Kaido wirklich seine beiden Eltern umgebracht und dann kommt es wirklich, da war ich auch wieder ziemlich, schockiert, weil es einfach so geil war, denn Momo sagt einfach, ich möchte Kaido wegfegen und das fand ich so gut wieder auch an der Stelle. Ich weiß, ich hype hier ein bisschen zu viel über das Kapitel, das mir echt angetan. Und ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr großer Charaktersprung für Momo und ich glaube, das soll auch ein kleines, wirklich sehr, sehr kleines Foreshadowing sein, denn Momo sagt, ich möchte jetzt ein Erwachsener sein. Ich möchte jetzt kämpfen. Ich möchte meinen Clan wirklich beschützen können. Und ich glaube, der große Krieg wird wahrscheinlich mit einem Timeskip verbunden sein. Denn das ist jetzt sehr off-topic. Ich weiß, weil es indirekt nur damit was zu tun hat. Aber Momo oder Wano Kuni wird eine sehr, sehr wichtige Rolle sein für Ruffy, um den großen Krieg zu gewinnen. Denn es wird wahrscheinlich ein Timeskip stattfinden, wo Ruffy auf jeden Fall sehr viel zulegen wird. Aber wo Momo auch sehr viel zulegen wird. Beziehungsweise endlich mal so 14, 15 Jahre wird oder irgendwie sowas. Und dann eventuell wirklich da steht mit Ruffy zusammen in seiner Drachenform. Weil ich glaube, Momo wird irgendwann mal ein sehr, sehr großes oder ein sehr, sehr starkes Königshaki haben, wie eine sehr gut ausgebaute Drachenflucht. Ich weiß, das reime ich mir jetzt alles zusammen, kann man sagen, aber ich glaube, das kann man schon ein bisschen herausleiten, dass Momo halt dieser Herrscher ist, dass er diese krasse Flucht hat und dass er der König von Wano Kuni irgendwann sein wird. Auf jeden Fall ganz kurz hier off-topic, weil ich habe ja gesagt, bei der Fairy Tail Review, das wollte ich hier auch nochmal ansprechen, denn ich möchte in den Reviews jetzt nicht mehr alles erwähnen, ich möchte ein bisschen mehr auf Theorien eingehen und so ein Zeug, was mir halt einfällt, was mir aufgefallen ist, deswegen habe ich hier noch ein bisschen was umgeändert. Ist eigentlich normal für eine Review, dass man ein bisschen auf Theorien eingeht, aber egal, ich wollte es nur mal gesagt haben, denn ja, eine Hand wäscht die andere sozusagen nach dem Stichwort, also Ruffy hilft Momo jetzt und Momo wird ihm dann später beim großen Krieg helfen. Doch Ruffy hat auch eine Bedingung für das Ganze, denn er hat es schon eingeschlagen, er hat gesagt, okay, wir machen das jetzt und wir sind jetzt Freunde, denn er verbindet sich sofort mit Freunden, aber er hat eine Bedingung, er sagt nämlich, er möchte vorher Sanji retten und dann fragt Ino auch, ja, wieso willst du Sanji retten, schaffst du es überhaupt alleine gegen einen Kaiser wie Big Mom zu kämpfen und Ruffy sagt, er möchte nicht kämpfen. Er ist nicht mehr so ein Hitzkopf wie damals. Er denkt schon schlau nach und sagt, nein, ich will nicht kämpfen, ich will Sanji nur zurückbekommen. Denn Sanji ist wirklich 1000 Männer wert. Kann man auf jeden Fall so unterschreiben, aber Zoro sagt dann auch, dass er 2000 Männer wert ist. Fand ich in dem Sinne auch ein bisschen lustig, um diese Rivalität nochmal ein bisschen aufleben zu lassen. Also von Zoro und Sanji auf jeden Fall. Ruffy in diesem Kapitel hat mir enorm gut gefallen und er sagt halt, wie gesagt, er möchte Sanji vorher retten. Und das Ganze wird auch ein bisschen akzeptiert, denke ich mal, weil wir bekommen jetzt nicht mehr Fokus darauf. Denn wir sehen, dass draußen, beziehungsweise in dem Meer, wo Sunisha rumläuft, die Jack-Piraten stehen, beziehungsweise die Kaido-Piraten, aber es ist Jack mit seiner Crew oder mit ein paar Mitgliedern von der Kaido-Crew und Jack ist einfach bedrohlich wie immer, kann man einfach nicht anders sagen. Und was auch noch ziemlich interessant ist, ist, dass Jack wirklich eine sehr, sehr starke Captain-Mentalität hat, finde ich, denn er sitzt da wirklich wie so ein richtig großer Mann, wie so ein richtiger Captain halt. Und wir sehen auch, dass die Leute, also von der Kaido-Crew, die gegen Sanji damals gekämpft haben, auch da sind, also diese Frau ist auch, und wir sehen, dass der eine Kopf überhängt und irgendwie tot erscheint, denn die Sprechblasen waren nicht so sicher von ihm, also man konnte es nicht wirklich herausleiten. Da bin ich mir noch ein bisschen unsicher, ob er wirklich getötet worden ist, aber die Frau sagt, hätte ich jetzt auch gesagt, dass ich einen Fehler gemacht habe, dann hätte Jack mich auch umgebracht. Das heißt auf jeden Fall, dass Jack, wie wir schon gedacht haben, sehr, sehr, ja, brutal ist in dem Sinne und das ist auch wieder ein Fakt, was Jack zu einem sehr, sehr gefährlichen Charakter macht. Und ja, jetzt kommen wir zum Lustigsten, denn der Plan von Jack ist es einfach mal, nicht Ruffy anzugreifen, nicht die Minks anzugreifen, nein, er möchte einfach den Elefanten töten, also so Nisha. Und jetzt bin ich echt verdammt gespannt, ob wirklich, ja, so untergehen wird, indem wirklich so Nisha verletzt wird. Fände ich auf jeden Fall ziemlich krass, vielleicht wird dann auch so zu einer Insel, in dem der Elefant halt stirbt oder und sich nicht mehr bewegen kann und dann halt
sich hinsetzt und das dann so eine Insel wird, könnte ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber auf jeden Fall, das sehen wir dann das nächste Kapitel vielleicht, denn ich denke, das könnte so ein ganz kleiner Abschluss sein, beziehungsweise ein kleiner Cliffhanger, damit wir ja nächste Woche erwarten, dass es damit weitergeht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es nächste Woche mit der Sanji-Story weitergehen wird, denn wir müssen da auch mal ein paar Infos bekommen, wir müssen ein bisschen sehen, was da so abgeht. Würde mich auf jeden Fall brennend interessieren, wie Sanji momentan ja über die ganzen Sachen nachdenkt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er ein bisschen ja düsterer agiert, weil er über seine Vergangenheit nachdenkt. Vielleicht bekommen wir auch ein Flashback, aber das ist alles Zukunftsdenken. Deswegen müssen wir bis nächste Woche warten. Leute, das wäre es dann von der Review gewesen. Schreibt mir unbedingt alles in die Kommentare, was ihr über dieses Kapitel denkt. Schreibt mir auch unbedingt in die Kommentare, was haltet ihr von diesem ganzen Development, also Character Development von Momonosuke. Das fand ich wirklich extrem geil. Nochmal Stellung darauf zu beziehen, wäre von euch richtig cool. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr die Reviews supportet, wenn ihr mich supporten wollt, dann gebt dem Video ein Like. Das freut mich sehr und hilft mir auch ziemlich weiter. Und ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Bin damit auch raus. Ich sage Okurishimasu fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!